Willkommen zurück zu Let's Play Vampire Stone 2. Ja, im letzten Part haben wir uns den nächsten Schlüssel geholt, um die nächsten Verliese betreten zu können, um dort dann die nächsten Bruchstücke zu holen. Außerdem sind wir hier aufs Schiff gegangen, auf ein Piratenschiff genauer gesagt, und stürzen uns mal von Kampf zu Kampf, um die Piraten zu erledigen. Na, willst du uns auch angreifen? Ja, will auch. Ich habe hier schon ziemlich viel aufgenommen. Auch ein komplettes Together Let's Play. Ja. Da waren wir selber überrascht, dass wir das so an einem Tag durchgebracht haben. Aber. Ja. Hä? Ach so. Wir sind hier noch. Okay. Da, schaut mal. Da ist schön eingezeichnet. Ja, wenn du hier hingehst, dann bist du wieder zur Fledermaus und du kommst eben raus. Beziehungsweise, was heißt raus? Runter von diesem Schiff. Finde ich eine ganz coole Idee. Wobei ich mich da frage, was passiert, wenn man hier Zuflucht benutzt? Das Schiff bewegt sich ja. Wenn man dann wieder sich zurückbeamt, dann könnte es ja theoretisch möglich sein, dass man sich auf dem offenen Meer befindet. Gut, jetzt mit Epic Making Möglichkeiten nicht, aber in der Theorie. Und dann würden die ja einfach ins Wasser plumpsen. Ich meine, für den RPG Maker ist das einfach nur eine Karte. Und das heißt, dann beamt dich zu Karte mit der ID Pipapo an X-Position Pipapo und Y-Position Pipapo. So sieht es ja im RPG Maker aus. Aber gut. So genau wird es hier wahrscheinlich nicht genommen. 700, das können wir sowas auch mal nutzen langsam. Oh, wir kommen langsam in HP-Gebiete, die sind unglaublich. Lebensank, schön. Dabei habe ich die Lebensenke und so noch gar nicht wirklich verwendet. Ich glaube, wir haben auch noch irgendwo ein Blut an und so Zeug rumfliegen. Ihr seid jetzt auch dran. Ach ja. Ich hoffe, sie haben sich schon seelisch von dieser Welt hier verabschiedet. Weil sie werden nicht mehr lange auf dieser Welt vorbei. Die beiden Gesellen hier, beziehungsweise vor allem der eine noch, weil den anderen, den hat es ja schon erwischt. Aber das kriegt man schon hin. Ja, also locker, alles kein Problem. Elaine hat's gerichtet. Die Elaine hat schon was. Erledigen den hier. Ist sogar nur einer. Natürlich schön. Das Blut eurer Gegner bedeckt. Ja, das ist ja schön. Oh, stimmt ja. Um Gottes Willen. Ich hoffe, das kriegt man auf. Die ist verschlossen. Dietrich benutzen. Bitte, bitte, bitte. Ja, es funktioniert. So, geschafft. Dietrich ist leider unbrauchbar geworden. Das ist aber egal. Wir haben hier ein Kind der Apokalypse. Diese elenden Piraten. Am liebsten würde ich allen die Köpfe zerschlagen und ihre Gehirne für Gewinn bringen, das Blutelixier verwenden. Ja, mach ruhig. Tu dir keinen Zwang an, Lord Nindlex. Verfluchte Piraten. Lasst mich in Ruhe. Es sind keine Piraten. Dann seid ihr hier, um mich zu befreien? Sieht wohl danach aus.
einen Moment. Ihr ist ja doch Vampire, oder? Es klingt der Apokalypse. Müsstest du es doch schon lange erkannt haben. Immerhin seid ihr doch jahrelang darauf trainiert worden, Vampire zu erkennen. Ja, aber es schien so, als gäbe es gar keine mehr. Wie du siehst, sind wir quick lebendig. Mehr oder weniger jedenfalls. Das Imperium der Kinder der Apokalypse ist schon vor langer Zeit zusammengebrochen. Ohne Vampire keine Kunden. Es scheint, als wären eure Dienste wieder gefragt. Zu schade, dass unser Anführer Lord Mandrake dies nicht mehr erleben kann. Wenn du dich da mal nicht hörst. Hier, ich habe eine kleine Überraschung für dich. Na also, Mann, geht doch. Und so haben wir schon wieder ein wenig mehr Unterstützung. Naja, ob es so vernünftig ist, die Kinder der Apokalypse wieder aufzubauen, bezweifle ich doch sehr. Fräulein Elaine, ich mache mich so ständig Sorgen. Früher sollte lieber etwas pragmatischer werden. Und Herr Asker? Ich bin der Tollste. Seran, lieber etwas verantwortungsbewusster. Ja. Die beiden. Die kommen mehr oder weniger noch ein wenig miteinander aus. Anders als jetzt die beiden Herren hier. Gut, aber... Rainer hält es ihm immer noch vor, dass er wegen Asgard zu einem Monster wurde, zu einem Vampir. Und Asgard umgekehrt, dass Rainer ihn Elaine weggeschnappt hat. Und ihn natürlich einmal in die Ebene der Blutgeister gebracht hat. Ja, ist klar, dass sich die beiden dann nicht wirklich riechen können. Aber immerhin sind die beiden dann schon auf Hygiene bedacht, wenn sie sich gegenseitig nicht riechen können. Gut, dann bleibt schon nur noch der Cheffe. Schlafmittel, schön. Bloß nicht das Elf vergessen, sonst ist es ein Schafmittel. Aber was auch immer ein Schafmittel sein soll, aber ja. Kapitän Nico Slash. Was? Ja, wagt es mich zu stören? So stark sieht er doch gar nicht aus. Ich weiß zwar nicht, wie ihr überhaupt auf mein Schiff gekommen seid, aber das war ein Fehler. Ein schwerer Fehler. Erzähl das deiner Mama, die ist bestimmt mächtig stolz auf dich ist. Kleine Bubi ist zum Massenschlechter geschafft, ja. Ich werde eure Zungen aus dem Maul schneiden, ihr Würmer. Komm und hol dir, was du verdienst. Tja, sagt sie und dann gehen sie auf den zu, okay. Das ist ja... ja, aber der ist ein bisschen blau. Komm, sind wir mal nicht so geizig. Blaues Licht für den blauen Herrn. Warte mal, Eiskristall, lärmender Frost, Eiskristall, Sehnenfetzer. Machen wir auch mal so. Und jetzt machen wir Auto jetzt. Beim Sehnenfetzer dürfte der auch weniger oft zum Zuge kommen, dass wir ihn deutlich häufiger angreifen können als er uns. Und das ist natürlich schon mal sehr schön, dass dem so ist. Das wird uns gleich angreifen, oder? Ich dachte. Sag mal, ist der sonst auch ziemlich langsam oder mal ist das in Verkehrfetzer einfach nur so extrem heftig, dass der den wirklich nicht zum Zug kommen lässt? Wenn es so weitergeht, dann haben wir den bald fertig gemacht, ohne dass er... Okay, einmal hat er angegriffen. Wahnsinn. Ja, der Sehnenfetzer ist super. Muss ich schon mal so sagen. Wenn er jetzt noch überlebt, dann darf die Elaine gleich... Genau, noch Blut nuggeln. Blutsaugen 2, bam. Dann geht das Ganze, falls der blutend sein sollte, noch schneller. Ist er aber leider nicht. Aber der hält schon was aus, das ist schon ein zäher Brocken. Dieser Milbo-Slash oder wie der hieß. Aber auch er hat uns nicht wirklich etwas entgegenzusetzen.
gegen 4 Vampire. Also, das ist schon cool. Ich frag mich nur, wie viel der noch aushalten will. Weil der hat jetzt schon einige Schläge eingesteckt, aber gut, es wäre auch schlimm, wenn der direkt umkippen würde. Immerhin ist er der Boss. Ja, okay. Das war 1000 Fehler auch noch schön. Verfluchte Landratten. Also so stark war der Kerl ja auch nicht. Und natürlich wieder schön den Kopf platziert. Ja. Ach so, ja, die Augenklappe, stimmt ja. Da war ja was. Das hätten wir. Och Gottchen, da. Was finden wir dann hier schönes? Heilelixier. Wer ist hier der Wurm, hä? Was hat er denn da in seiner Tasche? Blutrune. Piratenschlüssel. Schön. Ach, damit hätten wir die Tür auch Ich hab den Dietrich verbraucht. Ich geh in die Ecke heulen. Okay, genug in der Ecke gestanden. Ach, Gottchen. Jetzt können wir das Schiff versenken. Los. Ja. Gut. Gehen wir die Quest abgeben, ne? Und uns unsere Belohnung holen. Hier. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wer das wollte, dass wir das versenken. Steht das im Questlog? Vermutlich nicht, aber... Ach doch. Ein Typ mit einer Katze und rotem Umhang. Wird wahrscheinlich nicht hier direkt im ersten Haus gewesen sein, aber man kann es ja mal gucken. Nee. Kein Typ mit Katze und rotem Umhang. Betonung liegt auf und, weil eine Katze hat der. Aber es müsste ja eine graue Katze sein. Es könnte hier drüben gewesen sein. Wobei, nee, das war Janosch, ne? Ja, das war Janosch. Katze und rotem Umhang. Hier drüben vielleicht? Nee, es sei denn oben. Nee, ach, das war, plündert bitte den Sumpf, weil mein Mann schleppt sonst Leichenzeugs hier an und das will ich nicht. Wir erinnern uns, da war was. Hier drüben vielleicht. Da oben? Komm schon, das muss doch irgendwann mal... Nö, das waren diese Bäcker da. Huch, war ich schon mal hier oben? Ja, da ist die Truhe aufgemacht worden. Da war ich hier schon mal oben. Und denn? Wo ist dieser Typ? Wuff! Da ist er doch. Hallöchen. Und habt ihr Captain Meebus-Lash erledigen können? Ja, hier ist seine Augenklappe. Ihr habt es geschafft? Tatsächlich? Ihr habt es geschafft! Das ist unglaublich. Endlich ist der Geschichte. Wie sieht es denn mit unserer Belohnung aus? Aber natürlich. Ihr habt euch die 10.000 Fehler redlich verdient. Es waren aber 12.000. 16.000. Danke vielmals. Nie war ich so glücklich, ein Preisgeld zu vergeben. Ach so, ja, genau. Wäre blöd gewesen, wenn wir da erst gelogen hätten, ja. 10.000 Fehler. Ich kann mich endlich anderen Dingen zuwenden. 58.000, 50 Erfahrung. Krass, das dürfte ein paar Level geben, ja. 46 Angriffsstellung erlernt. Das ist schön. Definitiv.
Piraten lieben und palmen. Ja, passt, dass gerade der Knilch dann ein Piratenbuch besitzt. Ich würde sagen, dann schauen wir noch, ob wir hier irgendwo einen Laden haben. Weil ich glaube, wir könnten uns dann auch neues Zeug kaufen. Das ist ein Inn. Da will ich nicht hin. Wir haben jetzt immerhin seit dem letzten Mal kaufen, mindestens 6 Level-Ups oder so bekommen, also... Da müsste schon was gehen. Kauftechnisch. Das ist auch kein Laden, nee. So, hier muss es doch einen Laden geben. Das können die mir nicht erzählen, dass die keinen Laden haben. Außer dieser Händler da oben, aber der verkauft ja keine Waffen und Rüstungen. Dahinter vielleicht. Ich glaube, da war irgendwas. Ja, das sieht doch gut aus. Dann zeig doch mal her, was du so hast. Na, möchtet ihr was haben? Ja, klar. 75 Angriff. Krass, Giftschaden, das ist schön. Gut, aber erstmal Schaufel. Ach so, damit haben wir ja keine Ahnung. Ich glaube, damit haben wir schon irgendwas gemacht, weil die hätte ich sonst sicher mitgenommen. Der schlechte, okay. Zumindest in der Grundabwehr, dafür hat er gegen Eis und Feuer mehr. Okay, weiß ich nicht so recht. Den Helm können wir auf jeden Fall noch viermal nehmen. Bis zweimal. Dann muss ich es erst ausrüsten. Giftlinge. Rüstung. Noch mehr Rüstung. Ups. Helm. Noch ein Helm. Ja, ich möchte verkaufen. Da wäre dann zum Verkaufen 2 Orkenschreck. 4 Markenkappen für Rüstungen, Kristallrüstungen, um genau zu sein. Und ansonsten echt nichts mehr. Obwohl ich da gerade die Angst sehe. Angst der Wüste, ach so. Saphir gab 1000. Nee, braucht man sicher auch für irgendeine Quest. Da haben wir doch eine Schaufel. Dann will ich noch mal kaufen. Ach, den Teddy, ja, den haben wir schon mal weggegeben irgendwohin. Den hier gerne und die hier. Und dann rüsten wir das um. Farnuskrallen, Säbel. Die verkaufen können wir es ja dann später. Ich frage mich nur, was ist das mit der Reihe hier? Ich weiß es nicht mehr. Warte mal, gab es da nicht irgendwo diese nette Kampfsystemerklärung? Gerade nochmal gucken. Ja, auf der linken die Feinde, ja. Ja. Aha. Die Werte kennen wir. Ja, die LP kennen wir. Ja. Den Balken kennen wir auch. Die Blutpunkte kennen wir auch. Ich will nur wissen, was das mit der Reihe auf sich hat. Zeit, den Zeitbalken kennen wir auch. Ja. Das mit der Aktion ausführen kennen wir auch.
Fliehen. Die Gruppe versucht aus dem Kampf zu fliehen. Der Gegner wird dann kurz vom Spieler weggestoßen. In dieser Zeit kann man fliehen. Okay. Reihe. Der Gegner wechselt zwischen der vorderen und der hinteren Reihe. In der hinteren Reihe erleiden beim physischen Angriffen nur den halben Schaden, teilen aber auch gleichzeitig selber nur halb so viel physischen Schaden aus. Magischer Schaden ist davon nicht betroffen. Okay, also wenn wir noch viel zaubern, dann stellen wir die hinten hin. Aber das haben wir ja nicht wirklich. Gegner warten. Ja, das kennen wir. Jetzt habe ich die Hilfe gelöscht, ne? Scheiße. Das wollte ich doch nicht. Ach, verdammt. Ja, gut, so nur. Egal. Brauchen wir nicht mehr. Das ist ja. Gegner warten, das ist gut. Okay, aber dann würde ich sagen. Soll es das für diesen Part auch erst einmal gewesen sein? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns auch das nächste Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Wendhorstern 2. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.